Es ist Freitag, der 6. November 2015. Hallo und herzlich willkommen zu den Engelsburg News. Und auch heute starten wir mit den Daten des Tages. Sonnenaufgang war um 7.32 Uhr, Sonnenuntergang wird um 16.55 Uhr sein. Der Tag begann mit der Dämmerung um 6.56 Uhr und endet mit Einsetzen der Dunkelheit um 17.31 Uhr. Und auch heute befindet sich die Sonne noch immer im Sternzeichen des Skorpion. Und damit weiter zum Mond. Der befindet sich im Sternzeichen der Jungfrau. Er ist in seiner abnehmenden Phase und zu 23,8% ausgeleuchtet. Mondaufgang war um 1.50 Uhr, Monduntergang um 14.59 Uhr. Bei der Stellung der Planeten im Sonnensystem zeigt sich uns heute noch immer die Linie Venus-Merkur-Saturn, die durch Merkur schon ein sehr hohes Entladungspotenzial hat. Zudem haben wir noch immer ein großes koronales Loch auf der Sonne und so sind 6.0 plus Beben noch immer möglich bis wahrscheinlich. Morgen am 7. November zeigt sich dann die Konjunktion mit Merkur der Sonne und dem Zwergplaneten Eris, die nicht uninteressant sein sollte. Ob es da aber zu einer Plasmaentladung kommen wird, ist fraglich, denn Eris ist schon sehr klein und sehr weit draußen im Sonnensystem und liegt mit seiner Bahn noch hinter dem Planeten Pluto. Da ist Ceres zwar deutlich kleiner, befindet sich mit seiner Bahn zwischen Mars und Jupiter und ist damit auch deutlich näher an der Sonne. Wir werden sehen, was sich uns morgen zeigt. Die Aktivität der Sonne war in den letzten 24 Stunden sehr niedrig und es gab keine nennenswerten Eruptionen. Ein Filament löste sich im nordwestlichen Bereich der Sonne ab, doch ohne einen erdzugewandten KMA zu erzeugen. Sehr deutlich wird es gleich bei der Betrachtung des Magnetogramms. Auf dem Magnetogramm zeigen sich uns heute nur noch 6 aktive Regionen, von denen sind 3 helle, unklassifizierte Flecken und 3 haben eine Beta-Konfiguration. Region 2443 verlor zwar das Delta, doch aufgrund ihrer Größe und Mischung verfügt sie noch immer über ein 20%iges M-Flare-Potenzial und über 5% in der X-Klasse. Doch drehte sich schon die neue Region 2448 über den östlichen Sonnenrand herein und auch wenn sie noch in der Beta-Konfiguration ist, so hat ihre Mischung ein deutlich höheres Potenzial und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie in die Doppelkonfiguration wechselt. Im Großen und Ganzen bleibt die Flare-Wahrscheinlichkeit auf einem erhöhten Niveau mit 25% in der M- und 5% in der X-Klasse. Planet Extrem. Ein schwerer Wolkenbruch von nicht mehr als einer Stunde brachte große Sturzfluten und Überschwemmungen in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Menschen und Fahrzeuge wurden in den Straßen regelrecht weggespült. 2 Kinder ertranken in der Kellerwohnung eines ägyptischen Auswanderers. Ein Mann wurde in einem Flüchtlingslager getötet. Im brasilianischen Staat Minas Gerais brach in der Stadt Marinan der Damm einer Eisenmine und entfesselte eine Flut roten und hochgiftigen Schlamms. Der tötete mindestens 17 Menschen, 50 weitere wurden verletzt. Mehr als 600 Menschen wurden in höhere Gebiete evakuiert. Die Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Katastrophe und die Folgen der maßlosen Gier der Unternehmer. Und alles auf Kosten der Natur und der Mitarbeiter. Wenn euch diese News gefallen und ihr gerne die lange Ausgabe der News sehen wollt, könnt ihr das durch die Zahlung eines kleinen Obolus von 3, 5 oder 7 Euro im Monat bewerkstelligen. Meldet euch dafür bei der Edition Engelsburg an, überweist das Geld für 3, 6 oder 12 Monate auf unser Konto und sobald es gut geschrieben wird, seid ihr mit dabei. Vergesst aber bitte nicht, mir eine Mail zu schicken, in der ihr mir euren Usernamen mitteilt und mit der ich euch dann registrieren kann. Ohne Mail keine Registrierung. Zum Schluss der heutigen Sendung habe ich noch einen Aufruf. Hans Dieter, der mir schon den Beitrag überwies, möge sich bitte mal mit mir per Mail in Verbindung setzen, denn ohne Mailadresse kann ich niemanden registrieren.
so viel für heute. Einen schönen und erfolgreichen Freitag wünsche ich euch und damit einen tollen Start ins Wochenende. Und haltet die Augen auf sowie den Kopf hoch, denn nur so kann man sein Ziel fest im Blick behalten. Es ist Freitag, der 6. November 2015. Hallo und herzlich willkommen zu den Engelsburg News. Und auch heute starten wir mit den Daten des Tages. Sonnenaufgang war um 7.32 Uhr, Sonnenuntergang wird um 16.55 Uhr sein. Der Tag begann mit der Dämmerung um 6.56 Uhr und endet mit Einsetzen der Dunkelheit um 17.31 Uhr. Und auch heute befindet sich die Sonne noch immer im Sternzeichen des Skorpion. Und damit weiter zum Mond. Der befindet sich im Sternzeichen der Jungfrau. Er ist in seiner abnehmenden Phase und zu 23,8% ausgeleuchtet. Mondaufgang war um 1.50 Uhr, Monduntergang um 14.59 Uhr. Bei der Stellung der Planeten im Sonnensystem zeigt sich uns heute noch immer die Linie Venus-Merkur-Saturn, die durch Merkur schon ein sehr hohes Entladungspotenzial hat. Zudem haben wir noch immer ein großes koronales Loch auf der Sonne und so sind 6.0 plus Beben noch immer möglich bis wahrscheinlich. Morgen am 7. November zeigt sich dann die Konjunktion mit Merkur der Sonne und dem Zwergplaneten Eris, die nicht uninteressant sein sollte. Ob es da aber zu einer Plasmaentladung kommen wird, ist fraglich, denn Eris ist schon sehr klein und sehr weit draußen im Sonnensystem und liegt mit seiner Bahn noch hinter dem Planeten Pluto. Da ist Ceres zwar deutlich kleiner, befindet sich mit seiner Bahn zwischen Mars und Jupiter und ist damit auch deutlich näher an der Sonne. Wir werden sehen, was sich uns morgen zeigt. Die Aktivität der Sonne war in den letzten 24 Stunden sehr niedrig und es gab keine nennenswerten Eruptionen. Ein Filament löste sich im nordwestlichen Bereich der Sonne ab, doch ohne einen erdzugewandten KMA zu erzeugen. Sehr deutlich wird es gleich bei der Betrachtung des Magnetogramms. Auf dem Magnetogramm zeigen sich uns heute nur noch 6 aktive Regionen, von denen sind 3 helle, unklassifizierte Flecken und 3 haben eine Beta-Konfiguration. Region 2443 verlor zwar das Delta, doch aufgrund ihrer Größe und Mischung verfügt sie noch immer über ein 20%iges M-Flare-Potenzial und über 5% in der X-Klasse. Doch drehte sich schon die neue Region 2448 über den östlichen Sonnenrand herein und auch wenn sie noch in der Beta-Konfiguration ist, so hat ihre Mischung ein deutlich höheres Potenzial und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie in die Doppelkonfiguration wechselt. Im Großen und Ganzen bleibt die Flare-Wahrscheinlichkeit auf einem erhöhten Niveau mit 25% in der M- und 5% in der X-Klasse. Planet extrem. Ein schwerer Wolkenbruch von nicht mehr als einer Stunde brachte große Sturzfluten und Überschwemmungen in Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Menschen und Fahrzeuge wurden in den Straßen regelrecht weggespült. 2 Kinder ertranken in der Kellerwohnung eines ägyptischen Auswanderers. Ein Mann wurde in einem Flüchtlingslager getötet. Im brasilianischen Staat Minas Gerais brach in der Stadt Marinan der Damm einer Eisenmine und entfesselte eine Flut
roten und hochgiftigen Schlamms. Der tötete mindestens 17 Menschen, 50 weitere wurden verletzt. Mehr als 600 Menschen wurden in höhere Gebiete evakuiert. Die Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Katastrophe und die Folgen der maßlosen Gier der Unternehmer. Und alles auf Kosten der Natur und der Mitarbeiter. Wenn euch diese News gefallen und ihr gerne die lange Ausgabe der News sehen wollt, könnt ihr das durch die Zahlung eines kleinen Obolus von 3, 5 oder 7 Euro im Monat bewerkstelligen. Meldet euch dafür bei der Edition Engelsburg an, überweist das Geld für 3, 6 oder 12 Monate auf unser Konto und sobald es gut geschrieben wird, seid ihr mit dabei. Vergesst aber bitte nicht, mir eine Mail zu schicken, in der ihr mir euren Usernamen mitteilt und mit der ich euch dann registrieren kann. Ohne Mail keine Registrierung. Zum Schluss der heutigen Sendung habe ich noch einen Aufruf. Hans Dieter, der mir schon den Beitrag überwies, möge sich bitte mal mit mir per Mail in Verbindung setzen, denn ohne Mailadresse kann ich niemanden registrieren. So viel für heute. Einen schönen und erfolgreichen Freitag wünsche ich euch und damit einen tollen Start ins Wochenende. Und haltet die Augen auf sowie den Kopf hoch, denn nur so kann man sein Ziel fest im Blick behalten. Es ist Freitag, der 6. November 2015. Hallo und herzlich willkommen zu den Engelsburg News. Und auch heute starten wir mit den Daten des Tages. Sonnenaufgang war um 7.32 Uhr, Sonnenuntergang wird um 16.55 Uhr sein. Der Tag begann mit der Dämmerung um 6.56 Uhr und endet mit Einsetzen der Dunkelheit um 17.31 Uhr. Und auch heute befindet sich die Sonne noch immer im Sternzeichen des Skorpion. Und damit weiter zum Mond. Der befindet sich im Sternzeichen der Jungfrau. Er ist in seiner abnehmenden Phase und zu 23,8% ausgeleuchtet. Mondaufgang war um 1.50 Uhr, Monduntergang um 14.59 Uhr.